Oh, da ist es. Viel Spaß. Danke. Tschüss, bis bald. Noch ein zufriedener Kunde. Moment mal, das hätte ich fast vergessen. Meine Mädchen haben Geburtstag. Ich brauche ein Geschenk. Mal sehen. Mit dem wird's gehen. Der ist perfekt. Was gibt's noch? Ah, dich darf ich nicht vergessen. Rein mit dir. Ich denke, das war alles. Ich schicke das gleich an die Mädels. Wow, das ist von Papa. Ich will sehen. Was ist das? Wenigstens hat er es nicht vergessen. Das macht bestimmt Spaß. Schätze, du hast recht. Warte mal. Ich habe meine Ohrringe vergessen. Ah, da sind sie. Hä? Was zum... Oh yeah, ich rocke diesen Look. Was denkst du? Wow, ich weiß, echt fantastisch. Das ist unfair. Ich mache meine eigenen Ohrringe mit dieser Plastikform. Ich fülle die mit klarem Kleber. Den lasse ich fest werden. Jetzt mache ich ein Kringelchen mit der Heißklebepistole. Weiter geht's. Ich brauche eine große Glasschüssel. Über die ziehe ich eine Kleberlinie. Jetzt bringe ich alles zusammen. Das kommt hier ran. Dann noch einfärben. Ich habe Haken rangemacht. Meine Ohrringe sind fertig. Wird Zeit, sie anzulegen. Wo hast du die her? Die sind einzigartig. Hallo? Du musst mir helfen. Das ist ein Notfall. Wow, das ging schnell. Schauen wir mal. Ah, genau, was ich brauche. Ein 3D-Stift. Neidisch? Der gehört ganz mir. Was hast du vor? Schau zu und lerne. Ich weiß. Hallo Kätzchen. Los geht's. Ich habe ein Bild einer Katzenpfote. Mit dem 3D-Stift male ich es nach. Dann mit weißem Plastik abdecken. Jetzt kommt Pink dazu. Das werden die Zehen. Wie niedlich. Molly wird's nicht glauben. Das reicht. Noch eine Kette ranmachen. Wow, die ist katztastisch. Ist das dein Ernst? Aber ich habe schon eine Halskette. Du kannst sie haben. Wow, heute ist mein Glückstag. Die ist schön. Und steht dir. Ich bin überglücklich. Komm her, beste Freundin. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich bin voll nervös. Endlich mein Hochzeitstag. Wo sind die Ringe? Puh, ich darf die nicht verlieren. Pass gut drauf auf. Verlass dich auf mich. Ich mein's ernst. Ich lass dich nicht aus den Augen. Ups, so staubig. Schon besser. Nicht weggehen. Ich werf lieber mal einen Blick rein. Wow, guck sie dir an. Die sind wunderschön, mein Schatz. Er hat guten Geschmack. Die glänzen schön. Das darf nicht wahr sein. Wo sind sie hin? It's showtime. Ich warte auf diesen Moment. Du siehst wunderschön aus. Oh nein, die Ringe. Molly, komm her. Suchst du die? Danke. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Soll das ein Witz sein? Gib mir eine Sekunde. Stimmt was nicht? Was hast du gemacht? Verschwinde. Du hast alles ruiniert. Das war ein Versehen. Schätze, das ist jetzt mein Leben. Dann mache ich es mir gemütlich. Hast du Kleingeld übrig? Oh, danke. Vielleicht ist es doch nicht so übel. Was ist das? Wow, ich hoffe, die funktioniert. Los geht's. Gib mir eine Sekunde. Nicht so schnell. Ich habe was zu erledigen. Ich habe hier einen Schmetterling. Den zeichne ich mit dem 3D-Stift nach. So hübsch. Jetzt brauche ich ein kleines Glas. Ich gehe rundherum. Ich mache einen Ring. Der kommt an den Schmetterling. Ich klebe die zusammen. Okay, das ist dein Ring. Hey, der ist für dich. Besser als diese Golddinger. Bitte sehr. Oh, ich werde emotional. Er ist wunderbar. Du hast ihn verdient. Du machst mich so glücklich. Mua. Hey, was soll das? Peinlich? Der Becher ist langweilig. Aber ich mache was Cooles draus. Zuerst male ich den gelb an.
Dann male ich Herzen drauf. Oh, wie romantisch. Die andere Hälfte hat andere Muster bekommen. Ist schön bunt geworden. Jetzt brauche ich noch einen Pappbecher. Aus dem habe ich eine Körperform ausgeschnitten. Dann brauche ich ein Smiley-Gesicht. Wenn ich den Becher drehe, bekommt die Figur ein anderes Outfit. Ziemlich cool, was? Wow, das ist schwer. Okay, ich glaube, ich hab's. Oh, verstehe. Ich bin doch ganz schlau. Was kommt jetzt? Nein, was habe ich getan? Papa wird wütend sein. Schau dir das Buch an. Es ist ruiniert. Wie konntest du nur? Das kann ich nicht zulassen. Komm schon. Werd platt. Nein. Ich weiß. Ich mach's mit meinem Popo platt. Oh, das klappt nicht. Aber ich geb nicht auf. Ich hab Papa dabei zugeguckt. So schwer kann das ja nicht sein. Ist immer noch ein Knick drin. Ich bin wirklich enttäuscht, Alex. Warte mal. Es gibt doch noch Hoffnung. Daran hätte ich gleich denken sollen. Komm, Pikachu. Enttäusch mich nicht. Hey, was soll das? Ich hab geschlafen. Ach, du bist echt unhöflich. Also, was ist los? Guck dir das an. Die Ecken sind umgeknickt. Kannst du mir helfen? Lass mich mal sehen. Das stresst dich? Ja, guck dir das doch an. Das ist ein Problem. Aber ich weiß, was zu tun ist. Warte kurz, ich brauch das. Hä? Wie soll das helfen? Vertrau mir, ich weiß, was ich mache. Ich falte das Blatt zu einem Dreieck, dann falte ich die Ecken um und mache eine schöne Falz. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Ich sollte Origami lernen. Sind die Faltungen gemacht, klappe ich das Blatt auf und falte eine obere Ecke. Ich will eine Tasche machen. Dann stülpe ich die Ränder nach innen, genau so. Aber es geht noch weiter. Ich drehe es um und klebe zwei kleine Ohren dran. Erinnert dich das an jemanden? Ist süß. Wie findest du das? Ist okay, schätze ich. Aber wie soll mir das helfen? Gib mir das Buch. Guck dir das an. Ich mach's auf und steck Mini-Pikachu auf die Ecke. Jetzt knicken sie nicht ein. Wow, du bist ein Genie. Was würde ich nur ohne dich tun? Hey, das ist mein Job. Lass mich mal. Wow, das ist echt cool. Aber ich muss das checken. Guck dir das an. Ich bin nicht nur ein Hübscher. Dann ist meine Arbeit hier getan. Wow, nicht so schnell. Wo willst du hin? Zurück in den Pokéball. Wow! Wow! Bis später. Das ist unfair. Mir reicht's. Alex! Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh, wie süß. Braucht nicht jeder etwas Liebe im Leben? Aber heute geht es nicht unbedingt um Liebe. Heute geht es um Rot gegen Blau. Möge die Challenge beginnen. Mach es auf, Sarah. Jetzt du. Ich habe es in Rot. Ist es nicht wunderschön? Brauchen wir definitiv. Auf die Plätze. Fertig. Reinhauen. Wer braucht schon Brot, wenn du dieses Zeug löffelweise essen kannst? Vergiss das Atmen nicht, Sarah. Ich bevorzuge große Monsterlöffel. Oder was auch immer in meinen Mund passt. Ich bin schon satt. Das steht fest. Warte, warum diese herrlichen Farben verschwenden? Zeit, unsere kreativen Köpfe einzusetzen. Wir wecken unseren inneren Künstler. Mal sehen, wie die Proportionen sind. Ich male einfach aus dem Herzen heraus. Dann zeig mal. Soll ich das sein? Wow! Sie sehen aus wie wir. Das kannst auch nur du sagen. Da hat jemand seine Kunsthausaufgaben gemacht. Kunst ist objektiv, oder? Stopp! Spielen wir drum? Schere schlägt Papier. Das heißt, ich fange an.
Mein absolutes Lieblingsobst. Sieh dir nur diese frischen Schönheiten an. Und für mich? Köstliche Erdbeeren. Wir reden hier von Rubinrot, stimmt's? Nicht so schnell. Hi, magst du meine winzigen Hände? Okay, lass uns die Dinge interessanter machen. Auf frischer Tat ertappt. Also ich bin dabei. Los geht's. 3, 2, 1, los! An die Arbeit, kleine Hände, kommt schon. Vorsichtig. Mal sehen. Haltet sie ein bisschen länger. Diese Dinge sind schwer zu benutzen. Na los! Sarah, wie in aller Welt hast du das gemacht? Linke Hände. Ich habe auch linke Hände, siehst du? Es geht nichts über die echten. Trotzdem habe ich diese Runde gewonnen. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Das werdet ihr lieben. Nimm einen Kreis aus Modelliermasse und lege zwei herzförmige Ausstechformen darauf. Drücke die Ausstecher vorsichtig nach unten und entferne die überschüssige Masse. Lege den kleinen Ausstecher dann beiseite. Fülle die Mitte des Herzens mit Epoxidharz. Eine Spritze erleichtert das Ganze etwas. Lass das Harz trocknen und streue etwas Glitzer darüber. Dann kommt ein weiteres Herz obendrauf. Diese Kette ist einfach wunderschön. Wow, schaut mal, die ist so toll. Ich bin so gespannt. Schere, Stein, Papier. Okay. Gewonnen, ich fang an. Wow, ein riesiger blauer Pilz. Lecker. Hey, lass deine Finger bei dir. Sieh ihn dir an, so cool. Den lass ich mir schmecken. Nur zu, ich hab mein eigenes Essen. Ja, ein riesiger Pilz in Rot. Rot ist die bessere Farbe. Da beiß ich gleich rein. Sowas von gut. Oh oh, was passiert mit mir? Hey, schrumpfe ich oder wird der Pilz größer? Das ist ja cool. Chris, wo bist du hin? Hallo. Hey, hier unten bin ich. Chris, komm bitte zurück. Sie hört mich nicht. Dann rufe ich sie eben an. Hallo? Chris, alles okay? Was ist passiert? Na sowas, du bist ja winzig. Ich weiß, cool, oder? Ich kann dich kaum sehen. Ich wäre gerne wieder groß. Hilfst du mir? Wie könnte ich ihm bloß helfen? Der rote Pilz hat ihn klein gemacht. Vielleicht macht der blaue Pilz ihn wieder groß. Ein Versuch ist es wert. Was kann schon passieren? Nur ein kleines Stück. Hier, für dich. Lecker. Ich glaube, es funktioniert. Achtung, aus dem Weg. Zum Glück hat das geklappt. Ich freue mich für dich. Gut gemacht, Wunderpilz. Das war so lecker. Ich will mehr. Hä? Wo ist mein Pilz? Mal sehen, wie du schmeckst. Nein, nicht. Ich kann nicht anders. So lecker. Oh. Wow, jetzt bin ich riesengroß. Der Pilz ist gar nicht so übel. Hey, Madison, schau mal hier oben. Hey, du hast das Dach ruiniert. Warum sind wir nochmal befreundet? Er lernt's wohl nie. Die Aussicht ist klasse. Ich wäre ein toller Basketballspieler. Der Tee riecht so gut. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Schokolade. Oh, gute Idee. Schon alles aufgegessen. Oh, das ist ja mal schade. Ey, was ist das? Was geht? Alter, das ist ein Frauengefängnis. Bereit für ein Spiel? Wählt weise. Was nehmen wir? Ich weiß nicht. Exzellent. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Und los. Oh, lecker. Wow, was war das denn? Keine Ahnung, aber voll cool. Ach, ich wünschte, ich könnte Schach spielen. Hey, was ist das? Oh, wow. Hey, Mandy. Ich kann jetzt nicht. Mandy. Was ist denn? Sieh mal, heute Abend steckt eine Party. Wow, es wird lustig. Ah. Was ist? So können wir doch nicht rausgehen. Daran hatte ich nicht gedacht. Kann ich die Gabel als Bürste benutzen? Das funktioniert. Du siehst albern aus.
Pass auf, ich wickle meine Haare um den Finger. Noch etwas Hitze. Voll krass. Wunderschöne Locken. Sieht gut aus, oder? Das ist so unfair. Ein Augenblick. Wow, so viel Bling-Bling. Es fehlt noch etwas. Der Eiswürfel wird nützlich sein, um meinen Look zu vollenden. Ein eisiger Look, kapiert? Echt schön, dein Make-up ist toll. Jetzt können wir auf die Party. Auf jeden, lass uns losgehen. Nach dir. Wer braucht schon Schlüssel? Gleich geschafft. Das sollten wir öfters machen. Kommst du? Schon gut, ich gehe hier lang. Und los. Wow, check meine Moves aus. Cool bleiben, sie ahnen nichts. Wow. Wer sind die beiden? Und was tragen die da? Abgefahrene Moves, das macht echt Spaß. Oh oh. Habt ihr das Kleingedruckte übersehen? Nur für Cops. Oh, das ist unangenehm. Heute ist der langweiligste Tag aller Zeiten. Was jetzt? Die sehen hübsch aus. Ob ich wohl? Oh, Mami, ich will dir sagen, dass ich dich lieb hab. Oh, was bist du nur für ein lieber Junge? Ja, das mache ich. Wuhu! Ich komme! Oh, Manu, die sind jetzt hin. Mama? Ich hab da was für dich, weil ich dich so lieb hab. Oh, wow. Alles deins. Als Zeichen, dass du mir wichtig bist. Tschüss. Jetzt habe ich diesen Schrott am Hals. Naja, warte mal. Vielleicht kann ich ja noch was draus machen. Oh ja. Hast du einen alten Pappbecher? Dreh ihn um und stell ein Weinglas obendrauf. Aber verkehrt herum. Dann platziere Blumen drumherum. Wähle welche, die dir gefallen. Jetzt gießt du das flüssige Harz in die Lücke. Es ist wichtig, sie ganz zu füllen. Keine Sorge, das Harz muss die Blumen bedecken. Jetzt warten wir, bis es hart ist. Ich entferne das Glas und wir haben einen sehr schicken Armreif. Wahrlich einzigartig. Mach so viele du willst. Mama, magst du Schlangen? Die sind nicht echt, keine Bange. Hallo, süßer, saftiger Hotdog. Hat jemand Lust? Nur ich, hä? Hm? Hey, hier drüben. Hallo zusammen. Möchtest du diesen Ring kaufen? Nein, danke. Wir können einfach unsere eigenen machen. Natürlich mit diesem 3D-Stift. Kann ich mir den Hotdog ausleihen? Das ist mein Mittagessen. Jetzt ist es unser Handwerkszeug. Beginne damit, es um das Würstchen herumzuwickeln. Dann weiterdrehen und loslassen. Dreh es jetzt einfach um. Sehr schön. Nun zum Design. Du kannst viele verschiedene Farben verwenden. Gehe hin und her, um dieses Muster zu erstellen. Oh, ist das nicht niedlich? Befestige es nun am Ring. Was hältst du davon? Möchtest du den Ring anprobieren? Ja, wirklich? Okay. Bitte sehr, Ava. Er passt perfekt. Wow, das tut er wirklich. Wow, danke. Jetzt kann ich essen. Ach ja, kein Hotdog. Der nächste. Oh, wow. Gefällt dir das, Barbie? Die sind so cool. Wow. Oh, Ava, darf ich dich etwas fragen? Hä? Ich würde mich gerne verkleiden. Ach ja, ich kann dir dabei helfen. Die sind wirklich süß. Hier, bitte sehr. Vergiss den anderen nicht. Und ein wunderschönes Kleid dazu. So schön. Alles glitzert von Kopf bis Fuß. Und so lange Locken. Aber vielleicht würde dir eine kurze Frisur besser stehen. Versuchen wir's. Ich habe das Zeug dazu. Ah! Oh nein. Oh. Puh.
kurz, aber nicht so. Es ist alles weg. Was für ein Pech. Es sei denn, ich kann dir neues Haar machen. Endlich geht es aufwärts. Dieser 3D-Stift wird Wunder bewirken. Es sieht aus wie echtes Haar. Blonde, lockige Strähnen. Sie sind perfekt. Das ist wirklich toll geworden. Das nenne ich mal ein großes Upgrade. Wow. Das hätte ich fast vergessen. Wir müssen ein neues Bild einstellen. Tschüss. Es ist perfekt. Her mit den Likes. Schau mal. Wow, du bist beliebt. Ah, Kunst. Einfach spektakulär, nicht wahr? Schauen wir es uns genauer an. Wow, schau dir all diese Kunst an. Das hätte ich nicht erwartet. Gehen wir weiter. Hm, was haben wir denn hier? Etwas Oberweite. Wisst ihr was? Das inspiriert mich. Zeit, uns an die Arbeit zu machen. Meine Kastenform ist bereit. Immer rein damit. Oh mein Gott, das ist echt feucht. Ich lasse besser die Augen zu. Warte, warte. Klick auf Pause. Ich brauche ein paar Snacks, bevor ich weiterschaue. Diese Chips sollten reichen. Yeah, oh yeah. Das Level knacke ich mit links. Hm? Gibt's hier noch einen Platz für mich? Oh, da ist ein freier Stuhl. Ich quetsche mich einfach rein. Puh, endlich. Hat ewig gedauert, hierher zu kommen. Aber jetzt ist alles bereit, also Zeit anzufangen. Ich dehne mich besser nochmal, bevor es losgeht. Ach, besser. Lauf! Ich werde dieses Dungeon besiegen und mit Sicherheit die Laufgeschwindigkeit schlagen. Was? Du glaubst, du kannst diese NSCs auf mich werfen? Nichts da, stirb! Au, was zum Teufel ist hier los? Oh Mann, ich habe den Geschwindigkeitsrekord knapp verpasst. Was? Meine Tastatur? Was ist passiert? Meine Tasten sind ja total kaputt. Oh, schaut euch nur das W an. Das war's dann wohl. Weg damit. Ich muss was anderes unternehmen, um das Problem zu lösen. Zeit für etwas Epoxidharz. Ich will es nicht überfüllen. Das macht nur noch mehr Probleme. So, alle sind aufgefüllt und getrocknet. Jetzt kann ich sie herausnehmen. Schaut nur, wie niedlich die sind. Jetzt kann ich sie auf meine Tastatur legen und die fehlenden Tasten ersetzen. Okidoki, meine neue süße Tastatur sieht echt super aus. Zeit, den Geschwindigkeitsrekord zu knacken. Noch kurz dehnen und lauf! Komm schon, du schaffst das. Gib alles schneller. Warte. Wuhu, geschafft. Rekord geknackt. Meine Glückstastatur ist der Hammer. Hey, okay, gut gemacht. Eine Runde Applaus für dich. Hallo, Ava. Du strahlst ja heute. Sind die echt? Nein. Ist das David? Nein, meine Haare. Das sollte flirten wirken. Ach, blöde, lange Haare. So ist besser. Er nimmt mich nicht mal wahr. Ava bekommt seine ganze Aufmerksamkeit. Echt jetzt? Dann muss es so gehen. Alles ist gut. Hä? Mein ganzes Zeug ist hier rausgefallen. Dieser Tag wird ja immer besser. Hi, David. Wow. Schau dir Annies Ohrringe an. Hey. Was? Wie bitte? Wo willst du hin? Du magst sie wirklich? Sie sind auch einzigartig. Schreib mir einfach auf Insta. Annie denkt wohl, sie ist schlau. Aber ihre Ohrringe sind schon ziemlich cool. Mir gefällt dein Ohrschmuck. Ich helfe dir, so einen zu machen. Zeichne ein Blatt mit einem 3D-Stift nach. Fülle auf das Innere. Sieht aus wie ein echtes Blatt, oder? Sobald es trocken ist, befestige es an einer Kette. Und dann noch ein zweites Blatt. Du kannst sie beliebig kombinieren. Schön! Annie, danke! Immerhin sehen sie teuer aus. Oh, ich habe gut geschlafen. Ich sollte Zähne putzen. Wach auf! Guten Morgen! Ich sollte Zähne putzen. Ich bin doch müde. Das kitzelt. Ein strahlend weißes Lächeln. Oh nein! Hat sie das gesehen?
Also, was kommt als nächstes? Das Make-up sitzt. Oh, meine Ohrringe. Die hätte ich fast vergessen. Hä, wo ist der zweite Ohrring? Ich bin unschuldig. Keine Ahnung. Sie schöpft keinen Verdacht, oder? Das ist aber seltsam. Was mache ich denn jetzt? Ich habe da eine Idee. Nimm deinen 3D-Stift und male ein Dreieck, etwa so. Lass keinen Platz zwischen den Linien. Wenn dein Dreieck fertig ist, ziehe Linien mit einer anderen Farbe. Wir machen nämlich eine Wassermelone. Nimm verschiedene Grüntöne für die Schale. Mit Schwarz machst du die Samen. Male mehrere schwarze Punkte auf das rote Plastik. Dann drehst du den Ohrring um und klebst einen Ohrstecker an. Ein modischer Leckerbissen. Wir sind noch nicht fertig. Male schmale Linien mit einem 3D-Stift. Wiederhole das auf der anderen Seite. Das soll wie ein Blatt aussehen. Gar nicht übel. Dreh das Blatt um und klebe ein Stück Strohhalm daran. Schneide den Strohhalm auf. So kannst du das Blatt als Ohrring tragen. Wow, das sieht toll aus. Hä? Das Ohr ist verstopft. Wusste ich's doch. Also gut, zuerst kommen alle Lollis in diese Wanne, genauso. Jetzt kommt das Epoxidharz zum Einsatz. Wichtig ist, dass rundherum alles gefüllt wird. Das sollte reichen. Jetzt kommen die Bonbons. Die sind hübsch und bunt. Ich verteile sie auch rundherum. Und dann wird's Zeit zum Festwerden. Tada! Ein süßer Bilderrahmen, der sich sehen lassen kann. Und was hältst du davon, Mr. Einhorn? Also, Cake Kitty, ich finde, das ist eine tolle Idee. Ja, dann lass uns das mit ein paar Einhornküssen feiern. Wow, feiern wir eine Einhorn- und Cake-Kitty-Tanzparty. Was ist das? Er zeigt uns was. Das ist ein einzigartiges und limitiertes Handy-Etui mit Einhornmotiv. Oh, wow, was? Entscheide dich jetzt. Wir haben nur wenige Stück zum günstigen Preis von 200 Euro. Ruf jetzt an. Ah, ich will das. Ich brauche das jetzt sofort. Mama! Was ist passiert? Was ist los? Hast du dich verletzt? Okay, hör auf damit. Was ist los? Schau mal im Fernseher. Ich will das. Hä? Das ist doch ein Witz. 200 Euro für eine Handyhülle? Hahaha. Ist die nicht toll? Ich will eine. Bitte. Ach, na gut, Schatz. Mal sehen, wie viel Geld ich habe. Jee! Ich kann es kaum erwarten, diese Handyhülle zu haben. Mama ist reich. Ich wette, sie kann mir zwei davon kaufen. Nein, drei. Oh mein Gott, Schatz. Du hast Mami erschreckt. Das haben wir. Sieht aus, als wäre Mami ein bisschen knapp bei Kasse. Ich kann ihr diese Handyhülle nicht kaufen. Sie ist zu teuer. Hä? Was ist da drüben? Das könnte klappen. Hi, ich möchte zwei Telefonhüllen. Hey! Warte kurz hier, Schatz. Mami hat einen Plan. Okay, ich habe eine Einhornform und ich habe Epoxidharz. Wichtig ist, genug in der Spritze zu haben, um die ganze Form auszufüllen. So geht's. Jetzt muss es nur noch aushärten. Ich hol's jetzt raus, mal sehen, wie es geworden ist. Sehr schön. Jetzt klebe ich es an die Handyhülle, genau wie die anderen. Ich denke, sie wird sie lieben. Tina, schau mal, was ich hier für dich habe. Eine Überraschung. Wow, eine Einhorn-Handyhülle. Sogar noch besser als die aus dem Fernsehen. Ich liebe sie. Die beste, die ich je hatte. Warte. Was kommt denn jetzt im Fernsehen? Oh, Handyhüllen sind von gestern. Angesagt sind jetzt lustige Kopfhörer. Höre Musik und rocke mit deinen süßen Ohren. Wow, genau wie Cake Kitty. Es ist eiskalt. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Wow. Hallo, Verfilzung. Das ist ja mein Kamm. Und ein ganzer Haufen anderer Müll. Igitt, das Zeug ist voller Spinnweben. Besser als nichts, denke ich. Das Ding funktioniert nicht mehr wie früher. Warum sind diese Knoten so hartnäckig? Autsch! Dieser Filz ist ja riesig. Ah, das ist doch lächerlich. Geh raus! Komm schon! Das war mal auf meinem Kopf! Wer hat dieses wackelige Ding das geschafft? Ach, na egal. Meine Krallen müssen jetzt dran. Oder auch nicht. Gibt's hier noch was anderes? Was ist mit dem Holzspatel? Natürlich! Benutze den 3D-Stift, um die Borsten zu machen. Das kann eine Weile dauern. Aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Du kannst die Borsten so lang oder kurz machen, wie du willst. Mach weiter, bis du den ganzen Spatel bedeckt hast.
Zeit zum Trimmen. Halb so lang sollte funktionieren. So, du hast dir eine Bürste gebastelt. Verfilzungen haben keine Chance mehr. Mein Haar wird so seidig glatt sein. Und ich habe keinen Cent ausgegeben. Wie toll sehen meine Haare jetzt aus. Kreativ sein ist toll und anstrengend. Jeder liebt warme, sonnige Tage am Strand, oder? Aber du brauchst keine Wasserballons, um dich abzukühlen. Nutze stattdessen diese tollen Hacks, entspann dich am Strand und arbeite an deiner Freude. So ein schöner Tag. Die Sonne scheint, meine Frisur sitzt. Ich fühle mich großartig. Zeit, sich am Pool zu entspannen. Ich hoffe, die Leute bemerken meine schönen Haare. Hä? Nicht unter meiner Aufsicht. Du musst eine Badekappe tragen. Hier. Aber meine Haare sind so schön und diese Kappe ist hässlich. So eng. Hör auf, rumzualbern und setz sie auf. Ich hab's gleich. Dafür werde ich echt nicht genug bezahlt. Na gut, ich helf dir. Gib schon her. Schau zu. Ich tauche die Kappe einfach ins Wasser. Das sieht gut aus. Jetzt halte ich sie über dein schönes Haar. Und lass sie los. So kalt, warum machst du? Hab ich sie auf? Ja, das war echt cool, danke. Ich mach nur meinen Job. Ab ins Wasser! Die Sonne ist so grell. Ich muss meine Augen schützen. Handtuch? Nee. Sonnenbrille? Was noch? Oh, die Sonnenbrille. Ich kann sie kaum sehen. Hä? Das ist doch nur der Rahmen. Wo sind die Gläser? Oh, sieh sie dir an. Hm, das ist eine schöne Sonnenbrille. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, hi. Ich dachte, deine Sonnenbrille wäre schmutzig. Aber nein, sie sieht gut aus. Das war wohl nix. Aber nah dran. Wer ist das? Die Yogamatte könnte nützlich sein. Ich brauche nur ein kleines Stück. Ich bezahle auch dafür. Schneide dann das Stück so zu und mach ein Loch in jede Seite. Dann schieb die Bügel der Sonnenbrille durch die Löcher. Mein eigener Sonnenschirm. Probieren wir ihn aus. Ich kann sehen. Das ist viel besser. Es ist so warm. Ich muss mich erfrischen. Oh, Cola. Die wird gut tun. Ich nehme nur einen kleinen Schluck. Sie wird's nie erfahren. So gut. Das war der letzte Schluck. Wäre zu schade, ihn zu verschwinden. So erfrischend. Einfach zurückstellen. Das perfekte Verbrechen. Und jetzt ab ins Meer. Oh, ich mag es, im Meer zu planschen. Gut. Das war ein tolles Nickerchen. Jetzt brauche ich was zu trinken. Hä? Lea, wo ist meine Cola hin? Ich wette, sie hat sie ausgetrunken. Wo ist sie? Ich hätte meine Gummiente mitnehmen sollen. Ihr werde ich's zeigen. Ich muss ein Loch graben. Ach, hätte ich doch nur eine Schaufel dabei, dann wäre es viel einfacher. Vielleicht finde ich hier ja einen Schatz. Es ist so schön hier, aber jetzt gehe ich raus. Hast du mich im... Warte, wo ist sie hin? Vielleicht holt sie nur mehr Cola. Hab dich! Ah! Bitte tu mir nichts, Sandmonster, bitte. Ich hasse den Strand. Er sagte, er wäre hier, aber wo ist er? Oh, hi! Schatz, ich komme! Wow! No! Das habe ich total ernst gemeint. Ehrlich. Uff, Sand schmeckt gar nicht. Boah. Vielleicht hat er es nicht gesehen. Das sah übel aus. Aber auch lustig. Das war's. Ich gehe nach Hause. Aber komm zurück. Du hast deinen Flipflop vergessen. Der ist kaputt. Vielleicht kann ich ihn reparieren. Fädle den Riemen wieder durch das Loch. Und mach dann die Ringlasche von der Limo-Dose ab. Leg sie um den Riemen und zieh ihn fest.
so gut wie neu. Ich kann nicht glauben, dass er mich ausgelacht hat. So ein Idiot. Toll, mein Flipflop ist auch kaputt. Das ist der schlimmste Tag ever. Da bist du ja. Ich habe auch was für dich. Hier, ich habe ihn repariert. Ich ziehe ihn dir an. Das ist so romantisch, wie in einem Märchen. Du siehst hübsch aus, auch mit Sand in den Haaren. Du sagst so schöne Dinge. Hey, ist das ein Hai? Ach, wo ist es? Hier drin? Nö. Unter dem Bett? Nein. Wo um alles in der Welt könnte es sein? Ich habe es satt zu suchen. Es ist einfach für immer weg. Oh, weine nicht, Ava. Ich habe dich noch nie so verärgert gesehen. Warum all die Tränen, Freundin? Mein Lieblingsarmband ist weg. Ich weiß noch, wie ich es zum ersten Mal bekam. Das ist das schönste Armband, das ich je gesehen habe. Es war einfach großartig. Und jetzt werde ich es nie wiedersehen. Ist das da drüben dein 3D-Stift? Hä? Ja, das ist meins. Muss ich es wörtlich sagen? Die Antwort ist eindeutig. Wie meinst du das? Gib mir eine Sekunde. Wow, das ist wirklich hübsch. Ich denke, es ist einen Versuch wert. Dann lass uns loslegen. Okay, ich verstehe dich. Ich nehme diesen 3D-Stift. Ich muss nur noch die Form umreißen mit den entsprechenden Farben. Dann fülle ich es aus. Die nächste Farbe ist im Anmarsch. Was für ein wunderschöner blauer Farbton. Und ich kann auch lustige Muster machen. Es hält alles zusammen. Ziemlich toll, oder? Sieh dir mein neues Armband an. Es sieht aus wie ein echter Schmetterling. So elegant. Ich vermisse nicht einmal mein altes Armband. Und alles dank dir, Barbie. Oh, lass uns eine Runde drehen. Meine beste Freundin. Und weißt du was? Heute ist dein Geburtstag. Und es ist Zeit zu feiern. Alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, sie haben deine Größe. Los, probier sie an. Sind sie nicht so schick? Ich helfe dir beim Anziehen. Oh nein, die Form ist so unbequem. Warte, ich hab's fast. Ganz ruhig, Ava. Es ist sinnlos. Ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Bist du sicher? Oh, auf jeden Fall. Aber ich benutze sie nicht. Vielleicht das. Oder vielleicht meine Zahnbürste. Nein, meine Gabel. Oder vielleicht auch nicht. Was ist mit meinem 3D-Stift? Das könnte funktionieren. Halte durch, Hilfe ist auf dem Weg. Ich fange bei deinem Schienbein an, dann arbeite ich zum Fuß hinunter. Ich mache das einfach, bis es fest ist. So, beide Füße sind fertig. Und nun zu den Sohlen. Dann die Plattform. Ich will sie extra groß. Regenbogenlevel groß. Wie cool sind die denn? Und sie passen perfekt. Sie sind ja schließlich maßgeschneidert. Ich wünschte, ich hätte ein paar in meiner Größe. Und sieh nur, wie fabelhaft sie sind. Wow, so cool. Hey, zieh dir die neuen Schuhe des Geburtstagskinds an. Der Kopf war echt süß. Hey, Mandy, ich habe etwas für dich. Schließ die Augen. Oh, okay, ich liebe Überraschungen. Nicht schummeln. Ich stelle sie hier hin. Ich muss noch die Kerze anzünden. Ich hab's. Hä? Was ist los? Zweiter Versuch. Na los, lass mich nicht im Stich. Konzentrier dich. Hilf nur noch eins. Das ist echt peinlich. Na bitte. Okay, mach die Augen auf. Oh, für mich? Vielen Dank. Du musst dir etwas wünschen. Danke, das ist wunderbar. Komm her, Bestie. Wenigstens haben wir uns. Oh, ich fühle mich komisch. Mandy? Wo ist sie hin? Sie ist geschmolzen.
Das ist unverzeihlich. Meine beste Freundin ist eine Pfütze. Was mache ich jetzt? Moment mal. Ich habe eine Idee. Das brauche ich nicht. Ich brauche ihre Schuhe. Sorry, Mandy. Die kommen in den Blumentopf. Okay, soweit so gut. Kann mir jemand helfen? Nein, ich wollte 10 Donuts mit Zucker streuseln. Was? Schalten Sie bitte die Klimaanlage ein. Ihr zwei macht nur Probleme. Zufrieden? Dankeschön. Hoffentlich klappt das. Na los, bring mir Mandy zurück. Was passiert? Toll, ich stecke fest. Hey, Allison. Oh, ich höre ihre Stimme. Mandy, da bist du ja wieder. Nein, komm nicht näher. Ich mach die Fliege. Ich bin hungrig. Ich brauche Essen. Hey, Mandy. Typisch. Mandy, wach auf. Mandy. Was denn? Gleich ist Essenszeit. Sag das doch gleich. Oh, das war anstrengend. Setz dich hin. Oh, was ist das? Ah, mein Hintern, er brennt. Erwischt. Nicht schon wieder. Ich muss mich abkühlen. Ah, viel besser. Das war das letzte Mal, hörst du? Okay, versprochen. Ein Augenblick. Das sollte helfen. Ein gefrorenes Kissen. Lass es mich wieder gut machen. Sieh mal, was ich hier hab. Ramen, lecker. Kann's kaum abwarten. Bereit? Ich will nicht kleckern. Sie müssen noch gekocht werden. Riecht echt gut. Hey, die müssen kalt sein. Lecker. Was machst du? Wird es hier immer wärmer? Ein Fall für den Ventilator. Schluss jetzt. Das ist zu kalt. Ah, ich hab's. Ich hab noch die Decke von Mutti. Du ruinierst sie. Das ist zu warm. Ich muss etwas lüften. Schluss damit. Was geht hier vor sich? Gib endlich auf, Mandy. Mir ist so kalt. Hey, ihr zwei, hört auf damit. Ups, sorry. Okay. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld. Etwas trocken. Ich habe so gut geschlafen. Mandy, bist du wach? Vergiss es. Das ist gut. Erstmal frühstücken. Was gibt es im Kühlschrank zu essen? Mandy, du hast mich erschrocken. Oh, Mandy, du siehst gar nicht gut aus. Mal sehen, ob du Fieber hast. Ich will schlafen. Wow, du bist krank. Ich weiß, mir geht's nicht gut. Ich helfe dir, Krankenschwester Allison. Das wird dich etwas abkühlen. Ups, das brauche ich nicht. Jeder liebt Eiscreme. Mach den Mund auf. Lecker. Iss alles auf. Das tut gut. Zum Glück. Oh, das ist ekelhaft. Ich will nicht krank sein. Du hast da... Schon gut. Wir müssen etwas anderes ausprobieren. Du brauchst etwas Luft. Ich fühle mich schlecht. Soll ich dich einheizen? Oh, oh, warum ist das so heiß? Allison, hör auf! Das hilft nicht. Oh nein, was mache ich nur? Ich hab's! Nimm eine davon! Okay, wie du meinst. Glaubst du, das funktioniert? Wie fühlst du dich? Schon viel besser. Puh, so eine Erleichterung. Ein Eisbad. Das hätte uns früher einfallen können. Das ist toll. Mir geht's wieder gut. Gut, das freut mich zu hören. Ich bin so froh.
Oh nein, ich muss etwas tun. So kalt. Keine Sorge, ich helfe dir. Nächste Runde. 1, 2, 3. Oh mein Gott, cool. Götterspeise, lecker. Ich habe dasselbe nur in Blau. Wahnsinn. Hey, ich habe eine Idee. Schutzbrillen auf. Möge das Experiment beginnen. Ich schenke zuerst Limo ein. Gute Idee. Jetzt noch etwas Zuckerpaste in den Mund. Mmm, so lecker. Das mache ich auch. Noch ein bisschen. Es fehlt noch Zuckerbrause. Ob das gut schmeckt? Hinein mit dir. Und schütteln. Mal probieren. Oh ja, das schmeckt himmlisch. Es fehlt noch etwas Zuckerbrause. Ich hab dich im Auge. Die letzte Zutat. Ich hab dich auch im Blick. Und fertig. Na dann, zum Wohl. Mmh, so prickelnd. Mann, ist die durstig. Lecker. Ein genialer Cocktail. Absolut. Und man kann sogar das Glas essen. Halt! Wer als erstes fertig ist. Ich will diese Challenge gewinnen. Madison hat keine Chance. Fertig! Gewonnen! Sie ist so eine Fressmaschine. Juhu! Was bekomme ich als Sieger? Oh wow, es regnet Süßigkeiten. Das ist ein toller Preis. Hey, hast du das auch gehört? Zum Glück habe ich mein Cappy dabei. Womit habe ich das verdient? Trostpreis gefällig? Oh, danke. Das sieht aus wie Rotze und Popel. Kann ich anfangen? Na klar. Eine Gelee-Limo. Ganz in Blau. Los, probier mal. Gute Idee. Wow. Mm, das schmeckt genial. Warte, was ist das denn? Hey, hast du gerade Schnee gemacht? Ein cooler Trick. Mal sehen, was ich habe. Sieht vielversprechend aus. Schau mal, ganz in Rot. Mmh, echt lecker. Oh, warte. Schau mal. Ich wünsche mir etwas. Glaubst du daran? Das ist doch albern. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich könnte das jeden Tag essen. Hä? Mir wird ganz heiß. Wahnsinn, ich bin ein Feuermagier. Wie praktisch, ich habe Marshmallows dabei. Grillst du die Marshmallows etwa an meiner Feuermagie? Endlich warst du mal hilfreich. Schmeckt echt gut, danke. Unerhört. Das war eine tolle Challenge. Einmal geht noch. Hey, nicht zu viel, sonst wird dir übel. Hör auf, bitte. Oh, mein ganzer Körper glüht. Ich bin unbesiegbar. Das haben wir gleich. Das Feuer wird gelöscht. Hoffentlich klappt das. Nein, mein Feuer wird gelöscht. Hör auf, ich war so mächtig. Warum hast du das gemacht? Die Flammen sind dir über den Kopf gewachsen. Du bist so eine Spielverderberin. Hier, für einen kühlen Kopf. Weiter geht's. Hey, sieh mal da. Hä? Was ist da? Eine Fischflosse. Wie cool. So hübsch. Ich meine die Flosse, nicht dich. Die Zuckerstreusel kommen über die Flosse. Das wird so gut schmecken.
Na los, probier schon. Schmeckt süß und nicht salzig wie Fisch. Hey, irgendwas passiert mit mir. Wow, das habe ich nicht erwartet. Ich bin ein Meerjungmann. Mein Kindheitstraum wurde endlich erfüllt. Das steht hier echt gut. Jetzt bin ich dran. Jetzt verwandle ich mich. Pass auf. Wie war das? Zuckerstreusel drüber und dann? Nicht genug. Na los, bleib kleben. Oh nein, es ist zerbrochen. Ob es trotzdem noch funktioniert? Probieren geht über Studieren. Wo bleibt meine Flosse? Gleich passiert's. Vergiss es, das klappt nie. Meinst du? Ich versuch's einfach nochmal. Mach mich zur Meerjungfrau. Hallo? Nicht jeder kann ein Bewohner des Meeres werden. Finde dich damit ab. Aha! Letzter Versuch. Und? Mach weiter, da tut sich was. Ich drück die Daumen. Ich spüre etwas. Ekelhaft. Naja, jetzt hast du ein Haustier. Ich nenne ihn Goldi. Der Look gefällt mir. Egal, ob du reich oder arm bist, 3D-Stift-Hacks können wir alle gebrauchen. Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schillerndste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee. Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm, es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn... Das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Runde. Wow, schau dir meine blaue Schote an. Ob sie wohl super scharf ist? Sie ist sehr aromatisch, ganz klar. Wer ist denn so eine Schote? Zumindest sieht meine normal aus. Aber ich will sie trotzdem nicht essen. Ich bin wie ein feuerspeiender Drache.
Hey, was soll das? Angst vor ein bisschen Hitze? Ja, hör auf damit. Ich kann das Feuer genauso gut nutzen. Es ist Grillzeit. Wow, die sieht ziemlich lecker aus. Es ist fast fertig. Als ob ich die Wurst ohne Brötchen esse. Rein mit dir, Würstchen. Und das Ganze mit etwas Senf abrunden. Lecker. Und schon sieht die Schote gar nicht mehr so schlimm aus. Sarah? Es brennt so sehr. Ach, gut, ich helfe dir. Bald aufmachen. Kein Feuerspucken mehr für dich. Also, wo war ich? Bereit? Lass sie uns öffnen. Niemals. Sind sie nicht niedlich? Wow. Und für mich? Sollte ich nicht mehr haben? Tina hat ungefähr 1 Million. Mal sehen, wie hoch ich sie stapeln kann. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es ist wie ein kleiner himmlischer Stapel. Wage ich das ganze Ding zu essen? Lecker! Es zergeht praktisch auf der Zunge. So fühle ich mich schlecht. Ich weiß was. Wow! Multiplizieren bitte! Das funktioniert total! Und jetzt die große Offenbarung. Sieht groß aus da unten. Bist du okay, Sarah? Oh, ich fühle mich großartig. Oder bei näherer Betrachtung. Das ist so lustig, hä? Na gut, ich gebe dir was ab. Ich danke dir. Und hochheben. Mein liebstes Bubble Tea. Warum ist meins ganz schwarz? Diese Geschmacksrichtung habe ich noch nie gesehen. Ups. Komm zurück. Was? Ja! Der Deckel sollte mir helfen. Warum bewegt es sich noch? Lebt es? Bitte tu mir nicht weh. Pass auf, Sarah. Ich glaube, es hat sich beruhigt. Aber jetzt sind es 2. Diese Geschmacksrichtung ist viel besser. Wow, es ist wirklich lebendig, nicht wahr? Oh Gott, lebt man's auch? Ich habe Angst, es zu öffnen. Das ist definitiv kein Bubble Tape. Aber es ist noch besser. Süßer roter Schleimbaby. Herrlich. Warte, was passiert mit mir? Ich glühe innerlich. Was ist in diesem Zeug nur drin? Yikes. Wir hätten die Rückseite lesen sollen. Das geht vorbei, Tina. Keine Sorge. Schau dir die tollen Eier an. Ob da Schokolade drin ist? Finden wir es heraus. Noch mehr Eier. Wow, die sehen fantastisch aus. Die mag ich am liebsten. Mir wäre Schokolade lieber gewesen, aber... Wollen wir um die Wette Eier essen? Ach, ich weiß nicht. Hast du etwas Schiss? Na los! Na gut, Herausforderung angenommen. Los! Wow, sie legt sich ganz schön ins Zeug. Ich muss mich ranhalten. Her damit. Mmh, lecker. Gleich ist die Zeit um. Schnell. Fast geschafft. Vielleicht stopfe ich einfach alles rein. Fertig. Ich gewinne bestimmt. Moment, sie hat alle gegessen? Das ist nicht fair. Was zum... Hä? Alles okay? Du siehst anders aus. Was ist wohl diesmal drin? Hallo, ist da jemand? Lass sie uns aufmachen und nachsehen.
Cool, ein Spielzeugflugzeug. Babam! Ich habe auch eins. Yippie, das macht so viel Spaß. Vorsichtig, du bist doch doof. Moment, was ist das denn? Mh, lecker. Das schmeckt gut. Warte, mir ist komisch. Sarah, wo ist sie hin? Hier unten. Was? Sarah? Hey, sieh mal, ich bin ganz klein. Oh mein Gott. Ich habe eine tolle Idee. Ich will fliegen. Wirf mein Flugzeug. Okay, bereit zum Start? 3, 2, 1. Wow, sie fliegt wirklich. Sie fliegt immer noch. Hä? Sei gegrüßt, Erdling. Ich komme in Frieden und ich habe ein Geschenk für dich. Bitte. Ich will es nicht. Bitte, das ist keine Falle. Ich will dich nicht entführen oder so, versprochen. Okay, das ist echt schräg. Jetzt muss ich zurück zu meinem Schiff. Was ist denn heute los? Ich denke, ich sollte das Geschenk öffnen. Bitte nichts Fieses. Oh, wie hübsch. Sarah, sie sieht fantastisch aus. Da ist eine Karte. Oh, ich freue mich so für dich, Sarah. Wahre Liebe. Was haben wir wohl diesmal? Zocken wir, wer zuerst aufmacht? Klingt gut. Du schaffst das, Sarah. Gewonnen! Juhu, das ist... ekelhaft. Eine Schokoladenchili? Das kann ich nicht essen. Haha, ich hoffe, du hast Hunger. Haha, mach doch deins auf. Au! Oh. Es ist eine noch größere Schoko-Chili. Ich mag das Spiel nicht. Also mir macht's Spaß. Hm, ich habe eine Idee. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also rein damit. Falsch gedacht. Das ist schrecklich. Spürst du das Feuer? Nein, ich mache nur Spaß. Hm, lecker. Das könnte ich jeden Tag essen. Hm, wird dann wohl nicht so schlimm sein. Hm, so scharf. Ich kann nicht fassen, dass du das gemacht hast. Wasser, Wasser. Ah, Wasser. Ah, das tat so gut. Jetzt brauche ich nur noch abkühlen. Und Hände vor. Ich sage eins. Ich sag zwei. Hände auf. Ach nö. Juhu, ich habe gewonnen. Und ich öffne dieses Ei. Oh, Brause, wie aufregend. Wow. Das ist so lecker, siehst du? Neidisch? Ich hoffe, ich habe auch eine. Tatsächlich, ich muss die unbedingt probieren. Da ist sie. Warte. Machen wir ein Wettrennen. Mit denen hier. Die Idee klingt gut. Bereit? Wer als erstes sein Getränk hat, gewinnt das hier. Oh, das ist so aufregend. Okay, bereit? 3, 2, 1, los! Komm schon. Mann, ist das schwierig. Wenn jetzt jemand Wasser verschüttet. Auweia. Hey, mein Klopapier, was? Ups. Und jetzt ran an die leckere Brause. Juhu, gewonnen! Aber... her damit! Ich hoffe, du wirst schön fett. Oh, ich kann's kaum erwarten. Sie ist so eine Betrügerin. Das kriegt sie zurück. Aber wie? Oh, das riecht himmlisch. Und sieht so lecker aus. Ich habe noch nie so viel Schokolade gesehen. Wow, welche Hälfte esse ich zuerst? Ich wette, ich schaffe alles. Das schmeckt traumhaft. Mm. Ach, das ist so unfair. Möchtest du ein Stück? Kannst du behalten. Na los, ich meine es ernst. Na gut, danke. Prost.
ich hoffe, das ist wieder eine Food Challenge. Hä? Es ist leer. Da ist nichts drin. Na, wenigstens habe ich einen hübschen Hut. Und was machen wir jetzt? Ladies, die nächste Challenge. Ihr müsst das Eis am Stiel in die Schüsseln in der Kiste tunken und dann essen. Ist der nicht süß? Ich liebe Eis am Stiel. Diese Challenge ist klasse. Halt! Ich zuerst. Bitte lass es nichts Ekliges sein. Ich guck nicht. Viel Glück. Welche Seite? Links? Rechts? Das ist so schwer. Okay, ich nehme die hier. Was ist das? Sahne? Lecker! Du bist dran. Ist das Sahne? Wow, ich freue mich schon auf meine Leckerei. Warte mal, wenn sie Sahne hat, habe ich vielleicht etwas noch Besseres. Ich probiere diese Seite. Senf? Keine gute Entscheidung. So ein Pech. Vielleicht schmeckt es besser, als es aussieht. Nein, es schmeckt auch widerlich. Muss ich wirklich? Ich stelle mir vor, es wäre Sahne. Das ist abartig. Unglaublich, sie hat wirklich probiert. Und bäh, der Geschmack geht nicht weg. Der schlimmste Tag meines Lebens. Hey, lass uns Verstecken spielen. Augen zu. Wo verstecke ich das Ei nur? Ich weiß, hier findet sie es nie. Nicht verraten. Okay, finde das Ei. Ist es hier drüben? Nein. Aha, da ist es, im Topf. Super. Ja, gut gemacht. Jetzt verstecke ich das Ei. Nicht gucken. Wo ist es hin? Eine Idee? Schreib es uns. Okay, fangen wir gemeinsam an. Schau dir die schönen Erdbeeren an. Sie sind absolut perfekt. Und ich habe blaue Schokolade zum Dippen. Dann probieren wir sie mal. Ich liebe diese Challenge jetzt schon. Los geht's. Das ist lecker und saftig. Wow, was ist mit mir passiert? Ich habe mich in eine Märchenprinzessin verwandelt. Wow, schau dir deine Flügel an. Sie sind spektakulär. Jetzt muss ich auch meins probieren. Aufregend. Warte mal. Ich benutze diesen Strohhalm, um den Kern und den Stiel rauszunehmen. Und jetzt nehme ich diese Spritze und ziehe die rote Schokolade ein. Okay, und jetzt fülle ich die Erdbeere damit. Das war's. Und jetzt kann ich sie essen. Ja, so köstlich, wie du gesagt hast. Hä? Was zur Hölle? Was ist mit mir passiert? Ah, du bist eine Art Puppet-Yeti. Puppet? Hey, drück sie. Hey, das ist so lustig. Das kitzelt ein bisschen. Oh, du hast auch welche an deinem Haarreif. Welches Video schaut sie sich an? Oh mein Gott, das ist so lustig. Er ist witzig. Okay, während sie zusieht, öffne ich meins. Oh, Erdbeere-Bananen-Limo. Ich probiere sie mal. Hey, schau mal, was ich habe. Naja, dein Untergang. Ich werde sie probieren. Hallo, meine Hübsche. Diese Blumen sind für dich. Hä? Was zum Geier? Wo kommt der denn her? Herzlichen Dank. Das geht nicht. Ich will auch einen Prinzen. Okay, ich habe auch eine Liebeslimo. Ich frische noch meinen Lippenstift auf, bevor mein Prinz eintrifft. Ich muss gut aussehen. So, perfekt. Meine Haare sitzen gut. Okay, Zeit, die Limo zu öffnen. Jetzt geht's los. Zeit für mich, meinen Seelenverwandten zu treffen. Hallo, Prinz. Hä? Was ist das? Ein Kuchen? Ich will keinen Kuchen, ich will einen Prinzen. Wow. Der Kuchen sieht köstlich aus. Ich frage mich, wie der schmeckt. Oh,
Prinz, willst du meinen Kuchen probieren? Du musst mir folgen, wenn du ihn willst. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Nur eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Oh, hello, my lady. Was dagegen, wenn ich mal probiere? Dieser Kuchen ist spektakulär. Was zum Teufel? Sie hat mir meinen Prinzen mit ihrer Torte gestohlen. Das ist unfair. Du kannst nicht einfach die Challenge von jemand anderem klauen. Hallo, meine Hübsche. Oh, ich verstehe. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Hey, ich habe gehört, bei dir gibt's Kuchen. Hä? Warte, noch ein Prinz? Was soll das? Wow, dieser Kuchen ist gut. Und noch ein neuer Prinz. Hä? Okay. Hallo, meine Hübsche. Kuchen, sagst du? Okay, wenn es das ist, was du willst. Das wird dir definitiv eine Lehre sein. Sie haben meinen ganzen Kuchen aufgegessen. Ich konnte nicht mal probieren. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Und ich habe wenigstens diesen hübschen Strauß. Okay, wer seine Nase berühren kann, fängt an. Los geht's. Ja, ich habe gewonnen. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich meine eigene Nase nicht treffe. Was? Schau dir diese tolle Pizza an. Die wird köstlich und das ist es auch. Voll lecker. Was zum Teufel, wo ist sie hin? Sarah, wo bist du hin? Lass mich nicht alleine. Wow, ich wurde nach Italien teleportiert. Oh, meine leckere Pizza ist auch da. Ah, hier schmeckt sie noch frischer. Oh, und Limo auch. Emma, was machst du in meinem Glas? Warte, ich bilde mir das bestimmt nur ein. Puh, das wäre ziemlich seltsam geworden. Nun wird's Zeit, die Pizza zu essen. Pizza und Limo ist die beste Kombination. Sarah, wie kannst du mich nur im Stich lassen? Sarah, wo bist du? Oh mein Gott, du bist zurück. Dem Himmel sei Dank. Ja, schon okay. Schau nach, was du hast. Oh wow, schau dir all diese herrlichen Süßigkeiten an. Und sie sind auf einem Kuchen. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Köstlich. Oh, und schon ist sie weg. Jetzt kann ich endlich in Ruhe meine Pizza essen. Bring mich zurück nach Italien, Pizza. Wow, wo bin ich? Auf dem Gipfel eines Berges? Es ist so kalt. Hallo? Ist da draußen jemand? Ja, es hat geklappt. Ich sitze wieder an meinem Tisch. Was ist das für ein Geräusch? Nur meine Fantasie? Diesmal mache ich meins zuerst auf. Ha, was ist das? Eine Art Granate? Vielleicht ist da was drin. Oh, ich hab's. Ich glaube, da ist was Süßes. Ich ziehe den Stift raus. Nein! Sarah, nicht! Yay! Das hat geklappt. Okay, jetzt kann ich es probieren. Oh, ich hab's kapiert. Das explodiert nicht. Ich schau mal nach, was ich hab. Juhu, ich hab auch eine. Dann probiere ich mal meine aus. Das ist lecker süß. Emma, ich hab eine Idee. Schau dir das an. Eine Schleuder? Verstehe ich nicht. Schau dir das an, jetzt geht's los. Wow, das fliegt so weit. Wunderschön wie ein Sonnenuntergang im Sommer. Willst du es auch mal probieren? Klar, das mache ich auch. Warte, nicht da drüben. Da auch nicht. Ja, genau, das ist die Stelle. Es geht los. Wow, das sieht fast wie ein Winterwunderland aus. Was für eine lustige Challenge. Oh, schau mal. Die Granaten sind zurück. Wow. Sollen wir es wieder tun? Ich denke, wir sollten es wieder tun. Ich hole sogar meine zweite Schleuder raus. Schließen wir zusammen. 1, 2, 3, los! Lass uns die ganze Welt rot und blau anmalen. Oh, warum habe ich dem zugestimmt? Ich stehe voll unter Druck. Und was jetzt?
Torten, so viele Torten. Oh, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Das muss gut laufen. Oh, ich muss Verstärkung rufen. Oma, du musst mir helfen. Bin schon auf dem Weg. Ich komme, mein Schatz. Jo. Das war ja mal eine holprige Landung. Lilly, wo bist du? Oh, sehr schick. Und was jetzt? Gott, bin ich froh, dass ihr hier seid. Wir würden alles für dich tun, mein Schatz. Es ist Zeit für eine Koch-Challenge. Das klingt ja lustig. Du weißt, dass du verlieren wirst, oder? Von wegen. Fangen wir an. Und das nennst du stricken? Meine Katze könnte einen besseren Pulli stricken als du. Wie kannst du es wagen? Omis, leg die Stricknadeln weg. Es wird Zeit für die erste Challenge. Frühstück. Mhm. Sag mal, hast du das gehört? Schaut euch das an. Du hast den Dreh langsam raus, Süße. Gib nicht auf. Wo kam denn das Ei her? Oh, was haben wir denn hier? Und was soll ich damit machen? Es gibt doch so viele Möglichkeiten. Ich weiß, das kommt erstmal in dieses Glas. Aber ohne Schale. Und nun brauche ich eine Spritze. Ich will das Eiweiß aufziehen. So ist es nämlich einfacher, das Ei zu trennen. So, das müsste reichen. Ziemlich clever, oder? Und nicht vergessen, das ist Ei. Und kein Orangensaft. Jetzt wird's heiß. Ich habe immer einen Vulkan dabei. Willst du was Cooles sehen? Ich meine, heißes? Du wirst die hier brauchen. Oh, danke. Ich gieße das Eigelb hinein. Der Boden soll komplett bedeckt sein. Und dann warte ich, bis es gart. Das sollte nicht lang dauern. Ich habe dieses praktische kleine Gadget. Und damit steche ich kleine Kreise in den Dotter. Genauso. Das ist der wichtigste Teil. Und das mache ich übers Ei verteilt. Macht das Spaß? Sag mal, bist du verrückt? Mit einer Gabel hole ich dann die Kreise raus. Aber wegwerfen werde ich sie nicht. Kochen macht Appetit. Ich habe mir einen Snack verdient. Und nun kommt das Eiweiß in die Löcher. Ich fülle jedes Loch auf und dann hole ich es aus der Pfanne. Dafür braucht man aber eine ruhige Hand. Es darf nichts runterfallen. Ich schalte meinen Vulkan lieber aus. Und eine Sache fehlt noch. Ein bisschen Würze. Diese Chilischote ist perfekt dafür. Eine Chili? Fertig! Ein leckeres Frühstück. Sieht lecker aus, was? Nicht schlecht, gar nicht mal so schlecht. Und nun bin ich dran. Und ich weiß auch schon, was ich mache. Dieses Ei muss sich abkühlen. Ich werde es einfrieren. Ja, zeig dem Ei, wer der Boss ist. Und nun kommt die Schale runter. Einmal durchschütteln und fertig. Hast du sowas schon mal gesehen? Und dann schneide ich es in Scheiben. Was eine eigenwillige Idee. Kochen und Comedy. Gibt's was, das ich nicht kann? Das reicht nun. Jetzt lege ich die Scheiben in die Pfanne. Und dann werden sie schön gebraten. Wer mag schon rohe Eier? Das sieht wirklich wunderbar aus und es riecht auch noch so gut. Mini-Spiegeleier. Die sind so bezaubernd. Ja, aber nicht so bezaubernd wie Lilly. Okay, die Zeit ist um. Hier, bitte, mein Schatz. Probier mal eins. Sehr einfallsreich. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Oh, Mini-Hühnereier und so viele. Bei den Eiswürfeln bin ich mir nicht so sicher. Das ist schwer. Also, ich finde, ihr habt beide gewonnen. Oh, danke, Lilly. Lass uns feiern. Gib mir meinen Turm zurück. Niemals, du bist eine absolute Schummlerin. Die nächste Challenge ist der Hauptgang, ja? Okay, das schaffe ich. Hier, du hast gewonnen. Oh nein, das machst du nicht. Genau deshalb möchte ich kein Schach mit dir spielen. Wie hat sie das denn gemacht? Wir sind bereit, aber wir brauchen noch Zutaten. Das wird ja einfach. Ach ja? Du machst mir immer alles nach. Aber guck dir das an, ein flambierter pflanzlicher Burger. Der wird perfekt gegart. Wer braucht schon einen Grill? Was für ein göttlicher Duft. Ist okay, du kannst jetzt applaudieren. Das wird niemals passieren. Ich kann das nämlich schlagen. Man nennt mich auch Snow Bay. Dafür brauche ich auch nur ein paar Spritzer. Ich will ja keinen Burger-Eis machen. Und nun zu den Toppings. Ein Gourmet-Burger. Nur das Beste für Lilly. Diese Tomaten sind schön saftig. Ich darf den Käse nicht vergessen. Ein zweites Salatblatt kann auch nicht schaden. Sie sollte eh mehr Salat essen. Noch eine Eisschicht und ich bin fertig.
Oh, ich habe eine tolle Idee. Dieser Eiszapfen ist eine schöne Garnierung. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und das macht mich durstig. Das war ja ein Kick. Das wird dem Ganzen etwas Würze geben. Ein knackiges Salatblatt, das kommt auf das Brötchen drauf. Und dann der Rest der Zutaten. Ich belege ihn mit allem, was Lilly so mag. Lecker. Das wird ein Doppelburger. Und der wird dich richtig stärken. Oh, ich bin begeistert. Wir sind fertig, Lilly. Was jetzt schon? Wow, lass mal sehen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Lilly liebt meine Kochkünste. Ein kalter Pflanzenburger. Ausgezeichnet. Mir gefällt die Präsentation. Okay, und was gibt's da drüben? Wow, der ist ja riesig, aber sieht doch ganz schön scharf aus. Toll gemacht. Ich bin stolz auf euch beide. Mensch, ist sie ein Schatz, oder? Ja, das ist sie wirklich. Sagt mal, wollt ihr mich veralbern? Hier wird nicht geschlafen. Ist schon Zeit zum Essen? Nein, noch nicht. Um die Challenge zu beenden, müsst ihr ein Dessert zubereiten. Oh, okay. Ist das pflanzliche Milch? Und vegane Schokolade? Was sollen wir denn damit machen? Ich sollte mir lieber was einfallen lassen. Aber was nur? Ich kann die Schokolade schmelzen. Ich mache sie schön flüssig. Da dürfen keine Klumpen drin sein. Die arme Tafel Schokolade. Sie müsste soweit sein. Ich teste mal. Eine Ecke schneide ich ab und dann drücke ich etwas heraus. Geschmackstest? Ja, das ist gute Schokolade. Ich brauche deine Hilfe. Könntest du etwas Eis herbeizaubern? Kein Problem. Hier kommt es. Sag Bescheid, wenn es reicht. Ja, noch ein bisschen. Das ist perfekt. Und nun kommt der lustige Teil. Ich drücke die Schokolade über dem Eis aus. Aber ich mache nicht irgendein Muster. Ich mache ein Kunstwerk. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier. So, das kann in den Müll. Oh, ist das zart. Ich will es nicht zerbrechen. Eine kleine Flamme. Wow, das bringt mich auf eine Idee. Dafür brauche ich das Eis. Wo habe ich die Tüte hingelegt? Ah, da ist sie ja. Die erste Regel des Oma-Clubs, sei immer vorbereitet. Ich schaufle das Eis in die Tüte. Ein paar Handvoll sollten reichen. Und ich habe noch eine kleinere Tüte. Da kommt die pflanzliche Milch rein. Bloß nichts verschütten. Und es fehlt noch eine Zutat. Das soll süß werden. Also kommt noch etwas Süßungsmittel hinzu. Sieht aber langweilig aus. Ich gebe noch etwas Farbe dazu. Blau mag ich sehr. Ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe reichen schon. Und nun schließe ich den Beutel. Und wie läuft's da drüben? Ja. Du bist fleißig bei der Arbeit. Eine Oma hat nie Feierabend. Die kleine Tüte kommt nun in die große und dann wird kräftig massiert. Gott, bin ich neidisch. Eine Massage hätte ich auch gerne. Und nun habe ich Eiscreme gemacht. Wow, diese Farbe. Und nun mache ich einen kleinen Schnitt in die Tüte, direkt in die Ecke. Das ist nur ein kleiner Einschnitt. Und nun drücke ich es in die Eiswaffel hinein. Ich mache sie bis oben voll. Und fast fertig. Das sieht schon sehr lecker aus. Ich hoffe, es bleibt etwas für mich übrig. Nun sieh dir das an. Oh, wow. Ich habe genau das Richtige dafür. Eine Schneeflocke aus Schokolade. Ich stecke sie mal oben drauf, ja? Wow, sieht das schön aus. Ja, total. Seid ihr fertig? Ja, das sind wir. Und es war Teamarbeit. Wir sind sehr stolz darauf. Und es ist alles für dich. Du bist unsere kleine Prinzessin. Oh, seid ihr lieb. Wieder ein Unentschieden. Schlag ein, Kumpeline. Autsch, deine Hand ist heiß. Moment. Ene, mene, miste. Ich zuerst. Ach, du kommst auch gleich dran. Keine Sorge. Was ist denn das? Giftiger Atommüllschlamm? Cool. Ob ich das wirklich essen sollte? Oh, das sieht lecker aus, oder? Sowas von lecker. Moment mal. Boah, ist das sauer. Das war lustig anzusehen. Giftpolizei? Ist das wirklich notwendig? Ich kümmere mich drum, junge Dame. Was machst du denn da? Stopp, bitte nicht. Ich brauche doch meine Arme. Warum? Nein, bitte. Hilfe. Soll ich Hilfe rufen? Oh, das ging alles so schnell. Emma? Du bist zurück? Ich bin nur knapp entkommen. Die dachten, ich bin giftig.
Schnell, mach deins auf. Das sieht ein bisschen aus wie ein Auge. Mal sehen. Meine Exe hat genau solche Augen. Das ist ein Lolli. Oh, ist der lecker. Mann, schon alle? Komisch. Oh, nee. Emma? Was? Bist du am Ersticken? Es geht schon besser. Viel besser. Also, was nun? Boah, Schlange steht dir gut, Süße. Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Lust auf Musik? Schon okay, du kannst tanzen. Ja, oh, das funktioniert wirklich. Ja, das ist, als ob es eine Art Trance ist. Cool. Was da wohl drunter ist? Hey, das gehört mir. Oh, das ist aber keine echte Zunge, oder? Mann, die hat immer die coolsten Sachen. Und ich? Oh, saures Süßigkeiten-Gel. Oh, sieht echt gut aus, oder? Aber ob das wirklich so gut schmeckt? Emma? Na komm schon, rein in meinen Mund. Was? Boah, du siehst verrückt aus. Naja, mach nur weiter. Ich habe hier meine ganz eigene Challenge. Das ist ein Strohhalm, oder? Luna? Ah, du hast Spaß, was? Ja, lach doch, wie du willst. Ich glaube, ich muss das anders angehen. Das kann man ja öffnen. Das ist wie ein kleiner Lolli. Erdbeere. Warte mal, rotes Gel? Ich kann das da reindippen. Das wird lecker. Schaut euch das an. Super lecker. Oh, ich will auch was. Mir läuft total das Wasser im Mund zusammen. Emma, das gehört mir, okay? Mann, bist du egoistisch. Das ist gemein. Hörst du mich, Luna? Hä? Sehen wir ein bisschen gierig, was? Gib mir das G, Luna. Ja, lauf besser davon. Boah, die ist ja sowas von leichtgläubig. Komm zu Mama. Ja? Bereit? Die sehen köstlich aus. Hä? Hast du den gleichen Teller wie ich? Das ist ja komisch. Na, dann essen wir sie einfach, oder? Ob die wohl sauer sind? Sauer und süß zugleich. Wollen wir teilen? Sharing is caring. Ja, das schmeckt gleich, oder? Hä? Was zum Teufel ist das denn? Hä? Steinschleudern? Naja, das könnte Spaß machen. Ob wir eine Schlacht ausführen sollen? So funktioniert das also. Okay, lass uns anfangen. Ich bin bereit. Versuch einfach mitzuhalten. Achtung, fertig. Bist du sicher? Und Feuer frei. Hey, was soll denn das? Oh Mann, ich bin echt wütend. Ich muss meine Sicht ein bisschen optimieren. Schon besser. Ihr wird das Lachen schon noch vergehen. Ja. Perfekter Treffer. Hab dich, Emma. Emma? Kann ich anfangen, bitte? Danke. Tada. Finger. Au. Oh Mann, meine Ohren bluten ja fast. Okay, das ist echt eklig. Ja, die sind zu weich, um echt zu sein. Das bedeutet, das sind Süßigkeiten. Bringen wir immer zum Kreischen. Luna, nein, ich kann da nicht hinsehen. Oh Mann, die sind echt lecker. Bring mir das Ganze auf die nächste Stufe. Boah, ich kann das nicht sehen. Ist es vorbei? Ich will nur was klarstellen. Okay, das ist echt witzig. Die schmecken also richtig gut, ja? Besser als erwartet. Ja, habe ich doch gesagt. Willst du deins mal aufmachen? Gute Idee.
Oh, das sieht aber echt verrückt aus. Ah, beides aus Glas. Nur unterschiedliche Verwendung. Mal sehen. Ja, das passt. Und nun? Soll ich einen Schluck nehmen? Oh, dieses Ende hier nicht vergessen. Oh, wow, los geht's. Hast du das gesehen? Fast. Hm. Oh, das Warten hat sich echt gelohnt. Was? Oh, nee, ich will nicht mehr. Was war das überhaupt? Ja, ich will das gar nicht wissen. Sind die alle so weich? Augen zu und durch. Du machst wohl Witze, oder? Das ist kein echtes Auge. Ja, sonst würde ich das so nicht machen. Boah, mir doch egal, das ist trotzdem eklig. Lass uns diese Jungs öffnen. Ich zuerst, ja? Mhm. Das sieht saftig aus, ja? Jackpot! Ja, ich hoffe, das schmeckt so gut, wie es aussieht. Das ist wie eine echte Melone, nur total weich und lustig. Siehst du das? Beiß rein! Boah, das glibbert total. Schmeckt genau wie eine Wassermelone. Mit extra Zucker. Na, ich bin dran. Wow, meins sieht scharf aus. Ob ich da meins probieren soll? Emma? Oh, wow. Du bist, was du isst. Ja, das trifft wirklich zu. Und nun der Glibbertest. Boah, cool. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Oh, Mann, das war total verrückt. Und nicht auf die gute Weise. Ich muss das immer noch essen, oder? Ist hier noch jemandem heiß? Boah, das fühlt sich an wie 1000 Grad. Kann jemand die Klimaanlage einschalten? Mann, mein Inneres fühlt sich an wie Lava. Wow, war ich das? Ich kümmere mich drum. Warte, ich mach das schon. Oh, boah, das war knapp. Ha, nichts ist schöner als ein frischer Start. Ich kann mich schminken, wie ich will, wie gewagte rote Lippen. Sieht gut aus. Hey, ich hasse es, wenn das passiert. Vielleicht habe ich ja mehr Glück mit den Augen. Schau dir dieses Babyblau an. Wow, im Anflug. Nein, der Mascara ist gegen mich. Ich habe genug von euch. Tut uns leid. Ihr solltet dafür büßen. Und ich weiß auch schon wie. Wow! Sieht aus wie die essbare Make-up-Challenge. Ich zuerst. Nein, ich. Lassen wir das Schicksal entscheiden. Wer soll anfangen, Zauberkugel? Bereit, es zu sehen? Na, sieh mal einer an. Ich bin's. Wow! Eine riesige Lidschattenpalette. Dann werde ich die gleich mal ausprobieren. Ob das Gelb gut aussehen wird? Ich sehe gar nichts. Ich weiß, es ist ein Genuss für den Mund, nicht für die Augen. Hä? Was habe ich verpasst? Wow, schau dir das mal an. Ich liebe Lidschatten, schon immer. Das kitzelt. Was für ein hübsches Rosa. Was dagegen, wenn ich auf Pause drücke? Ich kann die Pause gut nutzen. Das ist schon besser. Warum nur die Augen schminken, oder? Oh ja, ich treibe das auf die Spitze. Blauer Schnurrbart gefällig? Fantastisch. Zeit, in die Realität zurückzukehren. Warte, ich brauche einen Spiegel. Wer starrt mich da an? Ich bin ein Monster! Wie konnte das nur passieren? Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Wie merkwürdig. 1, 2, 3, los! Ich kann neue Nagellack gebrauchen.
Die Farbe sieht interessant aus, aber irgendwie auch komisch. Mh, saurer Apfel. Was ist deine? Was für eine Geschmacksrichtung habe ich wohl? Vielleicht Zitrone? Riecht furchtbar. Das riecht eher wie Nagellack. Zeit für die Maniküre. Na los, ruhige Hand. Oh, ich verpasse immer den Nagel. Hey Luna, ja? Yeah? Gefällt dir das? Frische Nägel, Baby. Nee, besser als im Salon. Sie wäre besser dran, wenn sie ihn essen könnte. Hey, ich zuerst. Ich habe Make-up-Schwämme. Jetzt fehlt nur noch das hier. Ich habe immer was dabei. Hey, der Wetterbericht hat nichts von Regen gesagt. Ist das zu viel? Gut, dass ich noch einen habe. Ich weiß genau, wo das hin muss. Die Dinger sind nicht schön. Das kannst du laut sagen. Ich schätze, ich habe meine eigene. Man kann ja nie genug haben. Ich brauche nur ein bisschen. Und Tupfen. Was hältst du davon? Hä? Sieht wirklich toll aus, aber solltest du vielleicht nochmal nachbessern? Ich bin so schlecht darin. Das ist was Süßes. Kein Wunder, dass es lustig aussieht. Und auch lecker. Hm, so weich und süß. Du musst einen probieren. Die sind gut, was? Hier. Sind die nicht lecker, oder? Zeit für einen Wechsel. Nein, hör auf. Bring nicht alles durcheinander. Herrlich rote Lippen. Wer kann da schon Nein sagen? Ich hoffe, sie schmeckt nach Kirsche. Mua. Mm, eine wahre Köstlichkeit. Ich kann nicht aufhören, die zu essen. Ich hoffe, ich habe auch welche. Meine sehen viel besser aus. Ugh, schmeckt wie Seife. Oh nein. Mm, muss Lippen öffnen. Mm. Was soll ich tun? Probier es mit der Lippenmaske. Das sollte die verklebte Haut befreien. Viel besser. Danke. Ich helfe gerne. Funktionieren die Dinger überhaupt? Ist schön kühl. Also gut, was haben wir denn hier? Wird das reichen? Zeit, ein paar Lippen aufzupolstern. Mmh! So prickelnd. Oh Gott, meine Lippen blasen sich auf. Ich hebe ab, Leute. Luna? Flieg nicht zu hoch, okay? Ich habe meine beste Freundin für immer verloren. Wow, die Luft ist hier oben viel angenehmer. Oh nein. Bin ich froh, dass du noch am Leben bist. Du musst Unglaubliches gesehen haben. Bereit? Lass uns spielen. Schere, Stein, Papier. Nimm die Hände weg. Ich will anfangen, okay? Es reicht. Fang einfach an. Alles klar. Krass. Ein Teller voller Haaraccessoires. Ich fange mit dem rosa Kamm an. Scheint ganz gut zu gehen. Wow, deine Haare. Was? Das ist wunderschön. Ich wollte schon immer Regenbogenhaare haben. Auf keinen Fall. Das ist was Süßes. Und sehr lecker noch dazu. Okay, ich bin dran. Ich habe auch ein paar gute Sachen. Autsch! Das ist echtes Plastik. Pech für dich. Ich weiß, dann kämme ich meine Haare. Das kann eine Weile dauern. Komm schon, gib's mir. Gib her. Oh, meine Haare. Das war mal an mir dran. Luna. So ein Mist. Willst du eins von meinen Haarbändern?
Warum sollte ich das wollen? Um es zu essen, Dummerchen. Au, das ist was Süßes. Mh, die sind lecker. Ene, Mene, Mu und du. Schau mal. Wow, das Ding ist super schick. Genau wie bei Prinzessinnen. Kein Spiegelbild. Ach komm, Wendy. Oh, stimmt. Das ist Schokolade. Lecker. Vollmilchschokolade. Meine Lieblingssorte. Schön für dich. Und für mich? Was für ein schicker Spiegel. Fein. Bist du jetzt zufrieden? Was ist daran eigentlich so lustig? Dieser Spiegel ist besessen. Komm schon, reiß dich zusammen. Ach komm schon, schmoll jetzt nicht. Damit fühlst du dich gleich besser. Nimm das. Und lecker. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut, denn es wird Zeit, ins Schwitzen zu kommen. Das wird lustig. Bringen wir die Beine in Bewegung. Und eins und zwei. Arbeitet mit den Gesäßmuskeln. Vor allem du, Jared. Hä? Hat er meinen Namen gesagt? Sei nicht albern, konzentrier dich. Oh ja, ich fühle mich schon ganz lebendig. Lasst uns die Arme einbauen. Das gefällt mir. Irgendwas ist anders. Ich bekomme Angst. Ich mag das nicht. Oh. Ich stehe auf Skinny Jeans. Warte, das ist nicht richtig. Was? Wie ist das passiert? Etwas mehr Haltung. Okay, stopp. Das musst du in Ordnung bringen. Easy. Schaut her. So ist's besser. Wow, wo sind wir? Schau mal meine Haare. Woohoo. Jared, darf ich anfangen? Na dann los. Oh, schau mal. Das ist eine Bonbonmaschine. Die ist fantastisch. Ich werde sie gleich ausprobieren. Oh, warte. Ich brauche eine Münze. Aber ich habe keine. Kannst du mir Geld leihen? Keine Sorge. Ich mache das schon. Was ist da hinter deinem Ohr? Wow. Beeindruckend, was? Danke, Jared. Du bist der Beste. Und rein damit. Ja, der funktioniert. Ich hab Bonbons. Mh, der ist lecker. Warte, sogar besser als lecker. Die sind köstlich. Ups, sorry, Jared. Ach, schon gut. Und los geht's. Oh, das ist Kaugummi. Das sieht interessant aus. Schau mal, da ist auch saures Gel dabei. Das ist ziemlich cool. Koste mal. Okay, ich hab den Kaugummi. Und jetzt zum Gel. Und jetzt? Oh, ich weiß. Ich mache das Gel auf den Kaugummi. So einen hatte ich noch nie. Das sieht aus wie Zahnpasta. Und rein damit. Mm. Wow. Das ist kalt. Hey, ich mag den. Der ist erfrischend. Du hast so ein Glück. Ich krieg keine Bonbons mehr. Ich habe kein Kleingeld. Das ist unfair. Warte mal, ich weiß, was zu tun ist. Ich schütte die Bonbons einfach raus. Ich mach Bonbonregen. So ist's besser. Ehrlich, das ist voll toll. Die könnte ich den ganzen Tag essen. Die gehören mir, ganz allein mir. Bleib mal locker. Ich kann nicht aufhören. Okay, ich entspanne mich mit meinem Kaugummi. Mehr, ich will mehr. Ich glaube, du hast ein Problem, Lizzie. Ein großes Problem. Was meinst du? Dein Gesicht, das ist gepunktet. Soll das ein Witz sein? Oh, schau dir das an. Wow, das ist cool. Ich verstehe die Frauen nicht. Das wird mein neuer Lieblingslook. Du siehst aus wie ein Clown. Nicht so schnell. Ich bin dran. Ich frag mich, was es ist. Hä? Ist das ein Videospiel-Controller? Der sieht lecker aus. Hey, der gehört mir. Warte mal, der ist echt. Was passiert, wenn ich auf einen Knopf drücke? Da gibt's nur einen Weg, das herauszufinden. Siehst du das? Das ist eine Krallenmaschine. Und das Spielzeug ist super süß. Wow. Okay, dann werde ich mir ein Spielzeug krallen.
Ich muss mich konzentrieren. Das wird knifflig. Ich hab eins. Ich bin der Beste. Noch ein Stückchen weiter. Wuhu. Wow, gut gemacht. Das ist so weich und knuddelig. Ich bin neidisch. Okay, dann schaue ich mal auf meinen Teller. Knallpulver. Etwas langweilig im Vergleich zu Jareds. Ich hätte lieber auch ein Spielzeug. Aber ich probiere das mal. Hoffentlich schmeckt mir das auch. Ich streue mir das auf die Zunge. Oh oh. Wie ein Rausch. Okay, wer will als nächstes? Hab dich. Noch eins für meine Kollektion. Ich will auch damit spielen. Ja, ich habe eine Idee. Hey, Jared, wollen wir tauschen? Klar, warum nicht? Wow, genau, was ich wollte. Juhu, ich hab eins. Oh, das ist so süß. Okay, und was mache ich damit? Ich glaube langsam, das war ein schlechter Deal. Tja, jetzt ist es zu spät. Nichts. Warte. Oh, das kitzelt. Oh, oh. Hey, das war ziemlich gut. Ich liebe dieses Spiel. Das ist großartig. Auf geht's. Wow. Warte, ich bin dran. Schau dir das an. Wow. Das ist ja so aufregend. Das ist eine riesige Kaugummirolle. Die ist gigantisch. Wie lang ist der wohl? Ich werde ihn ausrollen. Es geht immer weiter. Schau dir das an. Und der riecht lecker. Ich wette, der schmeckt auch so gut. Ha, als ob ich Spaghetti esse. Ob ich ihn komplett in meinen Mund bekomme? Ich werde es versuchen. Den will ich auch probieren. Ich klaue mir einfach ein Stück. Der schmeckt wirklich gut. Ja, ich weiß. Hey, Mädchen. Oh mein Gott, passiert das jetzt wirklich? Hä? Das ist der perfekte Moment. Ekelhaft. Behalte den Kaugummi. Du hast den Spaß ruiniert. Oh, mein Herz ist gebrochen. Ich möchte doch nur geliebt werden. Oh, ich bin ja dran. Wow, ein Ring. Und schau dir mal die Größe vom Stein an. Sieht aus wie aus einem Märchen. Ich weiß. Ein Ring? Lizzie, ein Ring? Das wird voll romantisch. Lizzie, der ist für dich. Was sagst du? Was ist los? Nicht schon wieder. Niemals. Meine Mama hat mich vor Mädchen wie dir gewarnt. Oh, der ist lecker. Der heilt mein gebrochenes Herz. Warte, was geht hier vor sich? Hä? Wow, ich sehe umwerfend aus. Ups, die Mütze muss weg. Dieses Diadem ist schon besser. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Ich meine, ein Prinz. Oh, wow, Jared. Du siehst so gut aus. Kann ich dir helfen? Du hattest deine Chance. Whatever. Es gibt nur mich und meinen Ring. Oh, ich und mein Ring. Und dein Diadem sieht voll billig aus. Bereit? Wir machen es zusammen. Klingt gut. Oh, Limo. Ich könnte jetzt eine Limo vertragen. Süßigkeiten essen macht durstig. Und die sieht perfekt aus. Meine ist besser. Wen juckt's? Mach mir sie auf. Ich habe solchen Durst. Ah, schon besser. Genau, was ich brauchte. Wofür brauchen wir Mini-Toiletten? Ich mach die mal auf. Da ist was drin. Ich glaube, was Süßes. Schau mal, da ist auch ein Lolli. Der sieht lecker aus. Ich werde den in die Toilette tunken. Warte, das klingt echt ekelhaft. Du weißt schon, was ich meine. Ich bedecke den Lolli mit dem süßen Pulver. Wow, jetzt schmeckt er noch besser. Ich hoffe, niemand hat meine vorher benutzt. Los geht's. Keine böse Überraschung. Wer braucht schon einen Lolli? Ich bin frech und benutze meinen Finger. Oh, wow. Das schmeckt. Ich habe eine Idee. Was wohl passiert, wenn ich da Limo reinkippe? Was kann schon Schlimmes passieren? Ich probier's mal. Rein damit. Wow, schau dir mal die Blasen an. Oh, Jared. Soll ich, ja? Ich trinke aus der Toilette.
Nicht schlecht. Ups, Entschuldigung. Hä? Ich glaube, da drin geht was ab. Au! Direkt ins Auge. Das Klo hat auch gerülpst. Hast du das gesehen? Nicht das Schlimmste, was ich bisher im Klo gesehen habe. Hey, warum gibt's nur einen Teller? Was soll das? Ich mach ihn auf. Wow, schau dir das an. Ein Triple Lolly? Ich bin begeistert. Wow, der gehört mir. Ich wusste, dass das passiert. Lass mich den einfach genießen. Wow, ich koste jetzt den ersten Lolly. Sieht gut aus. Der schmeckt mir. Ah, es reicht. Ich will den auch probieren. Komm schon, gib her. Nö. Ha, jetzt habe ich ihn. Und der gehört mir. Der ist blau. Schau mal. Siehst du? Das ist meiner. Wow, meine Lippen sehen zum Küssen aus. Findest du das nicht? Nein. Und der gehört mir. Ich sagte, das ist meiner. Den roten finde ich eh besser. Gib ihn zurück. Hör auf. Wow, du bist stark. Oh, das habe ich nicht erwartet. Wir haben es wohl übertrieben. Bin ich blau? Puh, das war knapp. Okay, ich bin damit fertig. Ja, das ist eine gute Idee. Das war zu crazy. Du verlierst! Yes! Das ist eklig, Jared. Glaubst du, der lebt noch? Muss ich den essen? Ich hasse Ungeziefer. Ach, entspann dich. Mein Teller sieht ziemlich gut aus. So sauer wird das schon nicht. Und es ist meine Lieblingsfarbe. Soll ich es wagen? Das ist super süß und super sauer. Ich bin total angespannt hier. Oh, wow. Das war der Hammer. Du musst das probieren. Ich kann nicht. Na gut. So schlimm kann es nicht sein. Madison, nein. Ich habe eine bessere Idee. Gut gewürzt wird alles besser. Aber wir brauchen eine Menge. Das ist ganz schön klebrig. Und jetzt den hier. Ungeziefer am Stiel. Und hier kommt er. Für mich? Das ist ein Lutscher. Lecker. Siehst du? Wow, gut. Ich genehmige mir noch einen. Hey, unser nächster Teller ist da. Meins sieht so cool aus. Wie eine Sprühflasche oder so. Wow, schwammig. Meins schmeckt echt gut. Nice, ich probiere meins jetzt mal. Das ist eine coole Flasche. Wow, Wahnsinn. Wow. Ja, oder? Ich mache mir jetzt Nudeln. Mein absolutes Lieblingsgericht. Und ich habe sogar Stäbchen dabei. Sieht sehr gut aus. Das stimmt. Langsam. Oh, voll gut. Voll scharf. Pass auf, Madison. So scharf. Was für eine Erleichterung. Diese Kombi ist echt gut. Ich weiß, was ich mache. Was passiert, wenn ich das in Wasser stecke? Wow, es ist weg. Aber da ist was zurückgeblieben. Wow. Na komm schon. Ist das schleimig? Wow, ein blaues Auge.
Matschig. Nimm das weg von mir. Na gut. Hm, nicht schlecht. Oh nein. Was denn? Deine Stirn. Was ist denn da los? Ja. Ew. Mein drittes Auge. Ach, eigentlich ganz cool. Wow. Das ist fantastisch. Okay, was probieren wir zuerst? Vielleicht gleich beides? Was hast du? Blaue Bonbons. Ulala. Ich bin dran. Ich fange mit den Chips an. Jared? Du haust ganz schön rein. Was für ein Rausch. Schalte ich einen Gang höher? Ich könnte beides kombinieren. Ich ertrage die Spannung kaum. Das wird voll lecker. Und was für mich? Ach, köstlich. Willst du das alles essen? Ach, das werde ich auch mal ausprobieren. Das sind ganz schön viele Chips. Und jetzt werden sie klebrig. Los geht's. Oh, wow. Sowas habe ich noch nie probiert. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Hey. Huh? Was glaubst du, was der bewirkt? Ich glaube, ich drück mal drauf, oder? Ja? Ja? Wow. Ich kann nichts sehen. Rar! Die sind voll süß. Ich rieche hier Zucker. Soll ich's probieren? Oh, seltsam. Oh, hab ihn. Lecker. Oh, jetzt bin ich dran. Und diese Pfoten sind bereit. Oh, das ist schwieriger, als ich dachte. Wow. Oh, Mist. Dann mache ich's halt so. Hab dich. Lecker. Weiter. Das darf doch noch nicht alles sein. Madison, köstlich. Ich habe jeden Krümel genossen. Juhu. Das war wirklich gut. Oh ja. Yeah. La, 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 oh, oh. Wow, guck mal. Ja, hey, wo ist meiner? Keine Ahnung. Huh? Das ist voll unfair. Nicht mein Problem. Ich habe hier was zu erledigen. Ich glaube, das ist richtig gutes Parfüm. Ja. Vielleicht sprühst du mir auch was hier hin? Bitte. Nope. Ach, na schön. Obwohl. Das schmeckt richtig süß. Dann zeig's mir, Maddie. Ich bin bereit. Auf die Zunge. Nope. Ich habe keine Chance. Ich bin dran. Oh. Danke. Wow, das ist ja cool. Wow, ich weiß gar nicht, womit ich anfange. Mit diesem Spray vielleicht? Was? Er hat zwei? Das Zeug ist echt gut. Das sieht so gut aus. Lecker. Sauer. Aber schmeckt mir. Was denn? Das? Ach so, du willst die? Also, okay, sie gehören dir. Vielen Dank. Minzig. So sollen die sein. Wir können eigentlich auch alles teilen. Probier meins mal. Wirklich? Super. Was da wohl drunter ist? Ich mach mal auf.
Sogar mit Nachricht. Zum Wohl. Na gut, wenn das so ist, was kann schon passieren? Und wie schmeckt's? Nicht übel, aber könnte besser sein. Die Farbe war vielversprechender als der Geschmack. So ein Jammer. Und was hab ich? Moment mal. Wow, was passiert mit mir? Ich werde größer. Das kannst du laut sagen. Hey, pass auf das Dach auf. Hi, Lilly. Ah, ich hab ne Idee. Hey, da bist du ja. Hi. Total abgefahren. Okay, mal gucken, was ich hab. Was? Gar nichts? Wo ist mein Getränk? Was soll das? Das nenne ich mal eine Niete. Wow, zieh dir mal diesen Riesenlutscher rein. Daran werde ich ja ewig naschen. Sowas von gut. Hey, darf ich mal probieren? Lass mir was übrig. Hä? Bist du sicher? Ich meine, klar, warum nicht? Ganz schön schwer. Danke. Der sieht gut aus. Der ist ja lecker. Oh, ich schrumpfe wieder. Das muss wohl am Lolli liegen. Hey, Bestie, alles wieder beim Alten. Ein Glück. Lass dich drücken. Ich fang an. Warte, kann ich zuerst bitte? Okay. Ein Zylinder? Was will ich denn damit? Komischer Hut. Vielleicht ein magischer Hut? Ja, vielleicht ist da was drin. Mal gucken. Ein süßer Hase. Oh, wie niedlich. So ein flauschiges Häschen. Ein aufgewecktes Kerlchen. Ich nenne ihn Klopfer. Das ist die beste Challenge bis jetzt. Klopfer, komm zurück. War das ein Zaubertrick? Hey, komm wieder her. Und was ist das? Hey, das ist ein Hasenlutscher. Ich probiere mal. Mega lecker. Was hast du? Sieht aus wie eine Knarre. Mal sehen, was passiert, wenn ich abdrücke. Wie cool, Seifenblasen. Wow, ich liebe Seifenblasen. Und guck mal, wie viele. Das macht echt Bock. Hallo? Wo bist du hin? Sag mal, träum ich? Wie bist du denn da reingekommen? Ich schwebe. Wie cool ist das denn? Hi. Hier drüben. Ich bin einfach in einer Blase. Ist das zu fassen? Du bist so winzig. Was wohl passiert, wenn ich die Blase platzen lasse? Danke. Ich hatte schon Angst, dass ich wegfliege. Da unten ist noch was drin. Wow, Süßigkeiten. Die muss ich unbedingt probieren. Schmeckt echt mega. Du fängst an. Nein, du. Ich? Obwohl, lieber ich. Wow, ein riesiges Schokoladenei. Was sagst du dazu? Schokolade. Das muss ich sofort probieren. Hey, ganz in Blau. Oh mein Gott, mega gut. Und da ist noch was drin. Guck mal, kleine Weltkugeln. Hier, der ist für dich. Oh, danke. Hey, ich esse den blauen Planeten, so süß. Sind wir im Weltall? Guck mal da drüben. Denkst du dasselbe wie ich? Zeit für Marshmallows. Eine geniale Idee. Das sollte reichen. Oh, ich habe noch nie so gute Marshmallows gegessen. Wow. Okay, und was habe ich? Ich habe auch ein Schokoei. Yes! Rot, meine Lieblingsfarbe. Augäpfel? Irgendwie eklig, aber ich probiere es trotzdem mal. Gar nicht so schlecht. Du solltest mal in den Spiegel gucken. Wow, ich habe plötzlich voll den Durchblick. Du siehst lächerlich aus. Das musst du sehen. Was meinst du denn? Ich lache mich voll schlapp.
Okay, nächste Challenge. Was ist das denn? Tomatensaft? Gibst du mir einen ab? Na klar. Da ist auch ein Strohhalm mit dabei. So erfrischend. Schmeckt echt genial. Ist das dein Ernst? Ich find's widerlich. Noch mehr für mich. Okay, ich bin dran. Was ist das denn? Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Mal sehen, wie das schmeckt. Echt lecker. Und wofür ist das da? Ah, so dreht sich der Lutscher. Fast wie eine Bohrmaschine. Das bringt mich auf eine Idee. Was hat die denn jetzt schon wieder vor? Hey, guck mal. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Was machen wir denn jetzt? Wir? Das ist deine Schuld. Ah, verschwinde. Tu doch was. Lass mich in Ruhe. Oh, es hat mich. Bleib, wo du bist. Ich warne dich. Willst du meinen Tomatensaft? Hier, nimm ihn und lass uns in Ruhe. Das war knapp. Okay, nun ich zuerst. Ein Einhorn, oh wie schön. Oh, ich will auch eins haben. Ob das genauso gut schmeckt, wie es aussieht? Und? Ist es lecker? Woher kam das denn nun? Mach schon auf. Ich liebe Überraschungen. Ein Einhorn-Onesie. Den ziehe ich sofort an. Wow, passt wie angegossen und so kuschelig weich. Steht dir echt gut? Okay, nun bin ich neidisch. Was habe ich denn? Wow, so viel Kaugummi. Ich glaube, ich probiere mal. Mmh, lecker. Ich will noch mehr. So viel Kaugummi. Guck mal, wie lang. Die längste Schnur der Welt. Du solltest aufpassen, bevor... Zu spät. Das war's. Und wie komme ich hier wieder raus? Hilf mir. Gib mal her. So, geschafft. Endlich frei. Danke. Rot gegen Blau. Welches Team bist du? Verrat's uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und den Kanal zu abonnieren, um keine lustige Challenge mehr zu verpassen.